Ja, bei mir im Studio darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen den OK-Chef vom Aberweltcup in Zwiesel, den Herrn Harald Haase. Hallo, Herr Haase. Hallo. Herr Haase, am Mittwoch hat ja der Deutsche Skiverband bekannt gegeben, dass der Weltcup zumindest in den nächsten 4 Jahren nicht mehr am Aber stattfinden wird. Was war denn Ihre erste Reaktion? Ja, die erste Reaktion war natürlich schon sehr große Enttäuschung und auch Verbitterung darüber, über die Art und Weise, wie eigentlich das vom DSV gegenüber unserem OK kommuniziert wurde, weil mit einem Eintrag auf einer Homepage, das dann als Statement abgegeben wird, zu kommunizieren, das war also schon sehr enttäuscht. Und so geht man eigentlich mit Partnern nicht in einem anständigen und fairen Verhältnis miteinander um. Es wurde ja viel Zeit und auch eher sehr viel investiert, natürlich bezüglich dieses Weltcups. War das jetzt alles umsonst? Ja, ich hoffe nicht, dass umsonst alles war. Vor allem die Investitionen, die die Aber Bergbahn getätigt hat, auch in Absprache mit der FIS, hat man dementsprechend den Zielraum neu gestaltet, die Rennstrecke attraktiver gemacht, um einfach auch international wieder wettbewerbsfähiger zu sein. Und dieses jetzt mit einer Entscheidung, die beim DSV in München getroffen wurde, über Jahre hinaus irgendwo außer Kraft zu setzen, das würde schon sehr, sehr enttäuschen und würde auch der Region, nicht nur jetzt dem Aber, sondern der ganzen Region schaden. Muss denn der DSV nun mit Gegenwind rechnen? Ich glaube, dass der Weitler oder der Bayer Weitler an sich ein sehr gutmütiger Mensch ist, aber letztendlich, glaube ich, haben wir uns da über Jahrzehnte was erarbeitet, einen Stellenwert, Weltcup-Ort, Weltcup-Standort zu sein, den wir wirklich nicht kampflos aufgeben werden und wir wirklich alles mobilisieren wollen und auch werden, um vielleicht nochmal ein Umdenken seitens des DSV herbeizuführen. Aber wir werden uns schon kämpferisch die nächsten Tage und Woche präsentieren. Am Dienstag kommt ja Horst Seehofer nach Deckendorf. Inwiefern erhoffen Sie sich denn Rückendeckung von unserem bayerischen Ministerpräsidenten? Ja, es war heute schon in der Presse, dass er also über diesen Vorgang nicht informiert ist oder über diese Entscheidung nicht informiert wurde. Und ich hoffe natürlich, dass der Druck seitens der Politik unter Umständen so groß wird, dass die Entscheidung vom DSV nochmal überdacht wird. Und wir als Randregion haben sowieso schon mit einigen Nachteilen zu kämpfen. Und wenn man uns auch dann noch dieses herausragende, das einzige große Ereignis im Bayerischen Wald nehmen würde, dann glaube ich, wäre das nochmal so ein richtiger Wink irgendwo Richtung Zukunftsrat, die heute damals sich auch nicht gerade so positiv über den ostbayerischen und ländlichen Raum geäußert haben. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Und wir machen jetzt weiter mit weiteren aktuellen Nachrichten aus der Region im Überblick.